Moinsen, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren wunderbaren Folge von Before We Leave. Ich habe gerade ein Update nochmal fahren lassen und das Spiel ist gestartet. Hier kommt dann gleich ein neues Fenster und dann schauen wir uns dann einfach mal an. Wir haben es geschafft. Deine Bürger haben eine neue Insel besiedelt. Das Leben hier ist schwierig, deshalb sind wir auf die Unterstützung der ersten Insel angewiesen. Wir müssen einen Weg finden, Ressourcen zwischen den Inseln zu transportieren. Ja, genau. Das war ja noch somit das Letzte, was wir in der letzten Folge gemacht haben. Und ist ja schon aufgefallen, dass irgendwie unser Schiff abhanden gekommen ist. Das wird wahrscheinlich jetzt unser nächstes Ziel sein. Dann schauen wir uns mal an, was es hier gibt. Erforsche Transport auf der neuen Insel. So, dann müssen wir ja hier wieder auf unsere Bibliothek, auf Forschung gehen und dann gehen wir auf Transport. Das kostet dieses Mal rote, ach hier sieht man sie es gar nicht, so rote Forschungspunkte oder ja, rote Forschung, die bauen wir ja tatsächlich jetzt hier nur auf der neuen Insel ab. Gehen wir gleich mal drauf, dann kann das auch dort beginnen. Okay. So, was hat man denn jetzt noch alles gemacht? Ist tatsächlich schon ein, zwei Tage her, als ich das Spiel das letzte Mal spielte. Jetzt muss ich mir noch so ein bisschen einen Überblick verschaffen. Was meckert er? Keine Ressourcen sind verfügbar. Okay, also die Entdeckerhütte bringt uns jetzt anscheinend nichts mehr. War hier hinten nicht noch was? Oder hat das unsere kleptomanische Luisa alles schon eingesammelt? Scheint so. Ja, die war doch ganz fleißig unterwegs. Dann schauen wir mal, können wir hier vielleicht auch noch irgendwas erforschen? Rücken. Ist zwar jetzt vom Spiel noch nicht vorgegeben, aber ich würde es halt einfach mal probieren, dann hätten wir das schon. So, Bewohner haben wir, das passt alles. Nahrung geht irgendwie so ein bisschen runter, also gerade was hier, Gemüse. Dann sollte man das also mal angehen. Jetzt ist die Frage, hier noch einen Weg hinbauen, nur für einen, bringt glaube ich nicht wirklich viel. Lass mal weg. Und machen hier so ein bisschen Gemüse hin. Von mir ist auch noch hier oben, dann dürfte man aber wirklich genug an Nahrungsmittel haben. Kartoffeln hätten wir noch, ja, Gemüse geht runter. Was gibt es denn hier noch? Früchte. Ich glaube, die haben wir noch gar nicht freigeschalten. Obstplantagen ist nicht fruchtbar genug. Das heißt, das könnten wir auf dieser Insel gar nicht. Müssen wir vielleicht auf der anderen Insel, obwohl, möchte ich meinen, das wird da auch nicht so richtig. Denn, ja, hier ist ja viel Sand und ja, Wüstengebiet. Okay, Forschung ist abgeschlossen. Wir können hier hinspringen. Das habe ich jetzt nämlich gesehen. Das war mit ein Punkt in den Updates, dass wenn man hier draufklickt, dann zu dem jeweiligen Gebäude kommt, was das Ganze verursacht hat. Okay, es geht in der Questreihe weiter. Um den Transport in Gang zu bringen, musst du zu deiner ersten Insel zurückkehren und dort einen Hafen und eine Werft errichten. Dann kannst du ein Handelsschiff bauen und mit dem Transport von Ressourcen beginnen. Okay, also das war das so ungefähr, was ich mir schon dachte. Könnte das hier hinpassen? Brücken verbinde zwei Karren über einen Abgrund hinweg. Also sowas hier oder eher hier oben? Schauen wir uns dann später an. Was hätten wir hier? Eine Werft? Macht ein bisschen die Leute unglücklich. Ja, könnte man vielleicht hier hinten einfach mal hinsetzen. Dann machen wir erstmal die Straßenplanung noch ein wenig weiter. Okay, und dann hat man gesagt, eine Werft. Er ist jetzt doof irgendwie. Ich hoffe doch, dass das passt. Und auch gleich noch ein Hafen. Ich weiß nicht, wenn jetzt hier beide ineinander rutschen, kommt wahrscheinlich auch nicht ganz so gut an. Also ich weiß nicht, ob dir das stört oder ob die sich irgendwie denn festbacken. Wir probieren es lieber mal nicht aus und setzen es dafür hier hin. Ja, dann lassen wir die hinten werken. Werft haben wir, Hafen ist im Bau und Handelsschiff. Ja, wird dann sicherlich, wenn die Werft soweit fertig ist. Ja, der meckert hier immer noch. Weiß nicht, ob man den jetzt wegreißen kann. Können auf jeden Fall erstmal stoppen.
und binden damit dann keine Arbeitskräfte mehr. Switchen wir mal schnell auf die andere Insel. Ach, nett, dass der auf die Insel in Mitte zentriert und nicht irgendwie hier, wo wir sowieso was am Bauen haben. Naja, gut. So, können wir noch mehr erforschen? Strom oder Haus? Das ist jetzt, ich würde fast sagen, Haus. So, Haus ermöglicht den Bau von Häusern, die mehr Bürger beherbergen als Hütten. Das hört sich gut an. Die Erfindung Häuser erhöht die minimale und maximale Zufriedenheit deiner Bürger. Dadurch erhöhen sich ihr Bewegungs- und Arbeitstempo, wenn sie zufrieden sind, aber sie laufen und arbeiten noch langsamer, wenn nicht. Also wirklich beide Extreme. Aber wenn es sowieso die minimale Zufriedenheit erhöht, probieren es mal. Mehr schief gehen kann es nicht. Achso, wir brauchen ja also anscheinend auch keine grünen Forschungspunkte mehr, weil. Doch hier hinten brauchen wir grün und rot. Eieiei. Ich dachte, nee. Das ist noch nicht freigeschaltet. Bis hier hinter. Gut, müssen wir mal schauen, wie weit dieses Tutorial hier noch funktioniert. Wie weit uns das hier irgendwie wirklich hilft. War das jetzt meine Werft? Das war die Werft. Und wir wollen ein Schiff bauen. Wir brauchen dafür ein bisschen Holz und wieder Werkzeuge. Achso, eine Erkundung. Ah, wir können ja noch aussuchen. Wir können runterscrollen. Schnell und leicht lässt sich opfern, um eine Insel komplett zu erkunden. Okay. Errichtet einen Hafen auf einer neuen Insel. Oder ein Handelsschiff. Das transportiert Ressourcen. Dann nehmen wir doch mal ein Handelsschiff. Geben da den Auftrag raus. Schade, hier kann man anscheinend denn keine Brücke bauen. Vielleicht kann man später irgendwie noch längere, größere, stabilere Brücken bauen. Sieht momentan aber halt nicht so aus. Gemüse geht hoch oder Nahrung. Das passt. Wasser nimmt ein wenig ab. Haben wir auf der anderen Insel eigentlich schon? Oh Gott. Doch, Brunnen ist vorhanden. Sehen wir das auch, wo das Wasser knapp wird? Oder muss ich jetzt hier Rätsel raten? Nein, okay. Man sieht hier, also die Insel, die ausgewählt ist, die gibt auch die Statistikwerte hier oben an. Dann bauen wir doch einfach mal noch einen Brunnen. Wir hätten da schon einen. Hier nicht wirklich Wohnhäuser. Das hatten wir ja gelernt, dass Wohnhäuser in der Nähe irgendwie zu Problemen führen. Beziehungsweise, ja, die Wohnhäuser das nicht ganz so mögen. Forschungshaus ist abgeschlossen. So, gehen wir gleich mal rüber. Kostet uns ja nicht so viel. Gehen wir gleich mit der Forschung weiter. Super, zwei Dinge gleichzeitig. Erstmal Strom. Ermöglicht den Bau von Holzkraftwerken, die Strom aus Holz erzeugen. Holzkraftwerke erhöhen die Verschmutzung der umliegenden Kacheln, wodurch Bürger, die darauf laufen, je nach Stärke der Verschmutzung, das kennen wir schon, zufrieden halten. Wer erforscht es dennoch und was steht hier? Nachdem du nun Häuser erfunden hast, kannst du deine Hütten zu Häusern verbessern, die mehr Bürger beherbergen. Wähle einfach eine Hütte aus und klicke dann auf die Schaltfläche verbessern. Das Spiel macht mich gerade etwas fertig. So, anders als beim Bau von Gebäuden und den meisten Verbesserungen müssen alle benötigten Ressourcen sofort zur Verfügung stehen, wenn du deine Unterkunftsgebäude verbessern möchtest. Deine Bürger mögen es nicht zu lange ohne ein Zuhause zu sein. Ah, okay. Ist, glaube ich, logisch, kann man nachvollziehen, das passt. So, jetzt hier Handelsreisen. Es gibt zwei Möglichkeiten, um Ressourcen zwischen Inseln zu bewegen. Manuell oder über Transportrouten. Versuchen wir mal, Kartoffeln manuell zu transportieren. Ich mache hier nicht alles weg. Zuerst wählst du dein neues gebautes Handelsschiff und bewegst es zum Hafen auf deiner ersten Insel. Kann ich das hier mal ganz kurz? Danke, danke, Spiel. Danke. So. Hier ist das, suche ich aus. Reicht das hier in der Nähe oder muss das direkt? Nö, das reicht in der Nähe. Okay. Wähle nun dein Handelsschiff aus. Im Fenster Hafenressourcen siehst du eine Auswahl verschiedener Ressourcen. Wähle zuerst die Kartoffelschaltfläche, ziehe dann den Regler auf 20 und klicke zum Abschluss auf Transferieren. Okay. Wir können sogar Forschungspunkte rüberschicken.
oder beziehungsweise die Kristalle, die Luisa abgebaut hat. Gehen wir mal hier hin und sagen 20 Einheiten. Hafen? Eichel? Jetzt sag nicht, das Schiff heißt Eichel. Okay. So, warte jetzt ab, bis deine Bürger damit fertig sind, das Handelsschiff zu beladen. Der Gesamtwert unter Schiffsfracht zeigt an, wie viel dein Schiff geladen hat. Gesamtwert 0 von 20 zugewiesen und anscheinend 30 Einheiten von irgendwas können wir beladen. Also ist das die Frachtkapazität. So würde ich das jetzt verstehen. Was gibt es hier denn? Melonen oder... Ach Quatsch, Melonen sah ich schon. Kürbisse oder übergroße Tomaten? Steht das hier irgendwo? Nö. Na gut, dann halt nicht. Wähle ein Handelsschiff erneut aus und bewege es zum Hafen auf der neuen Insel. Gut. Das sollten wir hinbekommen. Ja, jetzt wird es natürlich wahrscheinlich interessant. Also, den Planeten ist ja, weiß ich nicht. Ja, die Hälfte würde ich jetzt so sagen, haben wir erkundet. So ungefähr. Das heißt, mit Handelsrouten wird das sicherlich noch spannend und später auch, wenn man irgendwie in den Weltraum gehen sollte, wird das, ja, wird schon lustig. Wähle dein Schiff erneut aus und klicke die Ressourcen auf dein Schiff an. Die 20 Einheiten Kartoffeln. Wähle die Menge aus und klicke erneut auf die Schaltfläche transferieren. Dort einlagern. Okay, also. Die 20 möchte ich, genau. Ja, tatsächlich, das Schiff heißt Eichel. Wir transportieren alles rüber. Eine Transportroute einzurichten ist aufwendiger. Deine neue Siedlung braucht Werkzeuge, um sich zu entwickeln. Wir sollten daher eine dauerhafte Versorgung einrichten. Klick auf die Schaltfläche Transport, die links erschienen ist. Ah ja, okay. Stimmt, hat sich erweitert. So, Kartoffeln sind die Standardressource beim Transport. Ändere diese zu Werkzeugen, indem du auf die Schaltfläche rechts von Transport verwalten klickst. Und ich möchte Werkzeuge haben. Und nun erstellen wir eine Transportroute. Wähle den Kreis aus und ziehe, nochmal, wähle den Kreis aus und ziehe eine Route von deinem ersten Hafen zum zweiten. Wie ist hier irgendwas verdüsselt? So, anscheinend doch ein bisschen anders jetzt als gedacht, das mit den Kreisen. Und zwar auf Transport verwalten gehen wir. Ja, jetzt fängt er hier schon an. So, und wieder zurück. Ich habe das irgendwie mit diesen Wählen Sie, Kreis etc. wohl ein bisschen missverstanden. Man kann ja ganz einfach auf Transport verwalten gehen. Wir sagen eine neue Route hinzufügen und sagen dann, okay, unsere neue Hoffnung, ne, das war ja die Startinsel. Dann die ja, Zielinsel, sagen wir Insel 2. Wählen wir aus und das passt. Und wir wollen Werkzeuge. Von Neue Hoffnung auf Insel 2. Das heißt, machen wir einfach mal 20 und Eiche sollte es werden. So, ja, ich möchte das haben. Auswählen und jetzt, und das war's auch schon. Das Handelsschiff beginnt nun, Werkzeuge zu deiner neuen Siedlung zu bringen. Zum Verlassen des Transportmodus schließe einfach das Fenster. Okay, jetzt schauen wir mal, ob er das macht, was ich wollte. Nein, wir gehen gleich weiter mit Schulen. Gut, deine neue Insel hat nur 5 Siedler, das reicht vorne und hinten nicht. Du kannst deine Bevölkerung vergrößern, indem du eine Schule errichtest und dann einige leere Hütten baust. Du musst aber zu deiner ursprünglichen Insel zurückkehren, um die Schule zu erforschen, wenn du das noch nicht getan hast. Denn dort wird grüne Forschung betrieben. Auf jeden Fall, unser Schiff ist schon mal unterwegs. Das freut mich.
Sammelt der jetzt hier irgendwas ein? Also hier, der bringt schon mal irgendwas hier hin. Gehen wir mal kurz auf Pause. Und er hat 8 Werkzeuge. Okay. Schauen wir mal, ob das passt oder ob wir jetzt hier gerade richtig Murks gemacht haben. Schule. Schule haben wir schon. Okay. Nein, ich möchte hier hin. Danke. Und hier bauen wir jetzt Schulen. Das war eine Schule. Ah, hier hinten ist vielleicht ein bisschen ungünstig. Erstmal noch eine Straße errichten. So, Schule. Passt hier nicht hin? Was? Okay. Gut. Nimm mal erstmal so mit. Was hat er geladen? Nichts. Gut, also wir hätten jetzt 16 Werkzeuge. Wenn ich das hier oben sehe. Neue Forschung. Nee, jetzt mal ein bisschen langsamer gutes Spiel. Irgendwie bin ich jetzt wahrscheinlich etwas zu viel durchgewascht. Aber hier, das Spiel will es ja auch anscheinend, denn Kleider machen Bürger. Deine Bürger tragen Lumpen und sie sind nicht zufrieden damit. Lass uns erforschen, wie wir ihnen bessere Kleidung geben können. Neue Kleidung wird sie zufriedener machen und die Erschöpfung beseitigen, die von extremen Temperaturen verursacht wird. Okay. Erschöpfung tritt ein, wenn Bürger zu großer Entfernung zwischen Gebäuden zurücklegen müssen. Etwa 7 Karren auf Wüsteninseln und 4 Karren auf Schneeinseln. Die Bürger machen dann in ihrem Ziel eine Pause, um sich zu erholen, bevor sie ihre Arbeit aufnehmen. Mit besserer Kleidung lässt sich das aber zum Glück verhindern. Was man hier auch alles achten muss, das ist schon echt Wahnsinn. Um deinen Bürgern bessere Kleidung zu geben, musst du eine Reihe von Dingen erforschen und bauen. Das hört sich super an. Zunächst musst du Glas herstellen können. Glas ist eine wichtige Ressource für viele Gebäude, einschließlich solcher, die Bürgern zur Kleidung verhelfen. Aber bevor du Glas herstellen kannst, musst du herausfinden, wie du Kraftwerke baust. Also fang damit an. Also, Kraftwerke bauen, eine Glasschmelze bauen. Und dann wahrscheinlich Tierfarm wegen Wolle oder irgendwie Baumwolle züchten, anpflanzen, irgendwie. Gut, du weißt jetzt, wie man Kraftwerke baut. Nun kannst du die Glasverarbeitung erforschen. Oder auch nicht. Du benötigst grüne und rote Forschung in derselben Bibliothek, um die Glasverarbeitung zu erforschen. Das hat man ja gerade schon angesprochen. Also musst du zuerst genügend Forschung von einer Insel zur anderen transportieren. Entweder manuell oder mit einem neuen Handelsschiff oder indem du die Forschung zu deiner bestehenden Transportroute hinzufügst. Ist jetzt interessant, würde ich sagen. Denn baut man einfach ein neues Handelsschiff, könnte man machen. Aber das Handelsschiff transportiert ja nur Ressourcen, das heißt, ich kann keine neuen Inseln entdecken. Wir machen das trotzdem. Wir machen ein Handelsschiff. Ich meine, das müsste doch dennoch die Karren ja aufdecken können. Ja, das hätte passen. Nun gut, das schauen wir uns aber in der nächsten Folge an. Ich bedanke mich fürs Dabeisein, fürs Einschalten. Wir sehen uns morgen wieder. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Bis dahin dann. Tschüss.